Recht herzlich willkommen zur 68. Folge von Simotrans. Ja, wir sind hier unterwegs und warte mal, ja, hoch, gerade auf Zell, hier sind wir. Ja, letztens haben wir ja die Städte nachgeguckt, die waren alle gut am Laufen. Wir hatten noch die Schrottgeschichte gemacht, da eine Linie dazu. Jetzt fiel mir dann so ein, wenn der Schrott natürlich schlecht abgeholt wird, können die auch schlecht produzieren. Deswegen sollten wir mal gerade gucken, wie so ein Werk hier läuft, ne? Wo waren wir denn hier mal eins? Das war jetzt gerade richtig voll. Ausgangslager ist voll, oder wie sehe ich das? Maschinenfabrik ist hier. Die produzieren auch Maschinen. Wir haben aber alles da, um das zu produzieren, ne? Das würde bedeuten, der Abnehmer sind beide Werke. Bringt's auch. Dieses hier war auch knapp voll nur, ne? Das ist der hier schon 188, okay. Läuft aber alles. Stahl müsste hier abgeholt werden, das ist das. Wird, na, da unten fährt er gerade, ne? Wird auch abgeholt. Wird zur Maschinenfabrik gebracht, wie es sein soll. Und die haben aber genug Stahl da. Ja, dann wird das wohl nicht besser werden. Falsche Taste erwischt. Ziffernblock steuere ich drüber und die 5 ist halt Dingens, sag schon. Die Infoseite, ne? Okay, hier wird aber wieder jetzt produziert, oder? 344. Dauert nur seine Zeit, oder wie sehe ich das? Ja, da ist er gerade einmal gestiegen. Läuft langsam halt, ne? Ist so. Hier werden jetzt die Maschinen gerade angeliefert. Der Baumarkt. Der Baustoffhandel hat genug da. Der könnte aber mehr haben, ne? Naja, okay. Zement gibt's gar nicht. Ach so, das ist auch hier nicht. Lackfarben ist okay. Das sind die hier, ne? Die kriegen auch immer schön Öl. Produzieren auch Lackfarben. Haben auch welche auf Lager hier. Chemie ist auch da. Gut, läuft auch. Jetzt kommt hier der Zug. Mal gucken, wie der. Der muss ja beladen werden mit Chemikalien. Oder was kriegt der hier? Sehen wir jetzt gleich. Ah, da habe ich den neu erwischt. Der kriegt jetzt hier vollgeladen. Lackfarben, okay. Ist hier noch 54 drin, warum wird der nicht vollgeladen dann? Ja. Gute Frage, ne? Warte, das ist der Bahnhof. Auf dem Bahnhof liegt nichts. Der Zug kann noch Lackfarbe nehmen. 50. Und die sind schon hier, ne? Ja. Aber der Baustoffhandel ist voll wiederum, ne? Deswegen nehmen sie nichts ab. Genau. Jetzt mal gut schneller laufen, bis es unter. Ne? Jetzt müsste nämlich das wieder da laufen im Chemiewerk. Ja, 55.
aber es geht hier nichts rüber, ne? Im Bahnhof liegt ja nichts, da müsste auch was liegen, oder? Der Zug kriegt nichts. Komisch. Oh, da steckt irgendwo einer fest, da müssen wir mal gucken. Wieso steckt denn der fest? Hier ist jetzt keiner unterwegs, dass das das Problem ist, ne? Fährt da. Der fährt jetzt nicht da lang, weil da einer ist. Kann ich denn da nicht ein Ausfahrsignal hinsetzen? Müsste doch gehen, oder? Ausfahrsignal. Dann fährt er nämlich wieder. Muss hier einer durch? Ja, wahrscheinlich. Das heißt, machen das Auswahlsignal da so hin und verbinden das dann da so. Und das nehmen wir gerade weg. Geht das damit? Ich glaube, das geht damit. Ne? Ist das da? Ne. Damit geht es auf jeden Fall weg. So. Ah, der fährt durch. Okay. Sollte aber auch kein Problem sein, weil der hier knapp dahinter ist, ne? Funktioniert dann wieder. Die sind jetzt hier alle, oder machen wir mal den erst zu. Im Stau gewesen, ne? Die fahren jetzt aber alle wieder. Gut. Okay, das war hier, ne? Oh. Achso, der darf da reinfahren. Aber der fährt jetzt da lang weiter. Geht auch. Gut. Ist nur gut, dass er lang genug ist, ne? Aber ich glaube, dann bauen wir hier mal noch was um. Da bauen wir lieber noch ein paar Gleise hinter. Da mal einen kleinen Feuerlader drin. Das ist der, passt aber. Und den nehmen wir auch weg. Dann müssen die ja da lang fahren, ne? Und hier machen wir dann noch ein Signal hin in die Richtung. Dann passt das schon. So, jetzt steht er da und wartet auf freie Fahrt für hier unten wahrscheinlich. Wird werden, denke ich, ne? Jetzt mal grad schneller laufen. Da fährt er auch schon, alles gut. Geht. Okay. Alle unterwegs, ne? Ja. Wie sieht denn das hier aus? OP-Granulat ist hier fast leer, ne? Jetzt wird wieder produziert. Okay, zu wenig Öl da, also. Der fährt jetzt von da nach da. Okay, auch sehr interessant. Naja, lass es so erst. Der zweite Zug bringt das auch hier hin oder fährt er woanders hin? Ja, der bringt das auch hier hin, ne? Nee, der fährt durch. Oder dreht er da um? Nee, der fährt woanders hin. Das bedeutet... Doch, das wird jetzt produziert, weiß ich. Ach, der stand so lange im Stau, deswegen lief hier nichts. Alles klar. Gut, dann brauchen wir uns dann doch nicht Sorgen drum machen. Ne? Ich hatte erst gedacht, warum ist hier zu wenig Öl angeliefert, aber der stand eben auch im Stau, deswegen kam da kein Öl und deswegen lief das nicht. Alles gut. Okay. Was macht hier unsere Sightseeing-Tour? Stehen da Leute? Ein Passagier wartet. Okay. Bus kommt.
Da wartet keiner. Da warten Paletten. Da warten Passagiere. Hier müssen auch Passagiere warten. Reichlich. Gut. Vielleicht sollten wir mal in eine schicke Liste oder wir gucken erstmal in die Finanzen rein. Oh, das ist in letzter Zeit nicht so. Also ist immer noch ein Plus, aber es fällt runter. Irgendwo müssen wir optimieren. Oder war das jetzt mit dem Stau zusammenhängt? Und dieses schicke Schiff ist immer noch das gleiche, was da schlechte Fahrt hat. Das kennen wir ja schon. Und hier noch ein LKW, der steht da und wird beladen. Das sind aber Summen, die brauchen wir nicht unbedingt in Augenschein nehmen. Ne? So müssen wir es auch machen. Boah, hier fährt einer massig miese ein. Warum das denn? Schrott Stahlwerk zu Stahlwerk und der fährt leer durch die Gegend, oder wie sehe ich das? Hat er denn? Er hat auch kein Ziel. Okay, das bedeutet. Also Ziel meine ich jetzt mit Vollladen, ne? Das bedeutet, der muss hier hin. Und warten, sonst fährt er uns das Geld aus. Dann lass uns da einen Bahnsteig machen. Geht ja, ne? Weiß jetzt zwar nicht, da müsste lang genug sein. Und dann sollte der vielleicht da einfahren. Jetzt haben wir den Fahrplan von dem. Das ist ein extra Fahrplan. Hier ändern. Dahin. Und den löschen. Und den hier auf 100% setzen, ne? Okay. So, dann gucken. Wie er fährt. Können wir mal verfolgen. Der fährt nämlich jetzt leer durch die Gegend wetten. Da hat er nix. Ne? Nein, hat er nicht. Kommt da hinten an und darf jetzt da reinfahren. Und dann wartet er, bis er voll ist, weil der Schrott kommt von hier unten, wird hier dann umgeladen. Passt. Ein Geldausgeber beendet. Und er hier wartet mit null Ladung, weil Schrott ist gerade nicht verlangt. Gut. Das ist immer noch der, ne? Ja, ein Stück gut Paletten. Er fährt halt nur in eine Richtung mit Zeug, das ist das Problem. Wo ist er denn hier unterwegs? Achso, das ist unser Touristenbus, ne? Ja, zwei Passagiere drin, ne? Zusatzgeschäft. Haben wir hier noch was, was wir anbinden können? Ja, das Ballett hier. Tja. Das Baggerballett. Noch eine Haltestelle hin. Und dann passen wir die Linie mit dem Bus hier an. Und Linie ändern. Und Döbeln Bauernhof Betriebshof. Das ist der. Das bedeutet, da fügen wir den ein. Und alles ist gut. Mal morgen. Verfolgen wir den mal. Das kann man schließen. War gerade schneller.
Leiter da an, da hat er niemanden eingeladen. Und da gibt es auch noch keine, ist klar, weil das gerade erst angekommen ist, oder? So, 1,12. Nach da hinten fährt keiner. Und da gibt es auch noch keinen. Baggerballett lohnt nicht. Einer, 14, leer. Kommt da hinten was oder kommt da nichts? Nö. Gut, und auch nicht. Ist die Frage, wann das Schiff kommt, ne? Wann ein Schiff kommt. So, waren 5 dabei. Oh, er hat 60 Passagiere geladen. Die sind jetzt gerade angekommen dann. Nix. 5. Und 13. Da kommen 25, die jetzt dahin wollen. Okay. Nach da hinten fährt keiner. Einer, oh, da hinten ist einer eingestiegen. Ein Arbeiter. Und dann wieder. Gucken wir mal gerade hier rein. 240 warten da. Verfolgen wir mal aus. Da steckt irgendwo einer fest. Ah, das hat hier wieder geklappt. Das macht mir auch noch Sorgen hier, ne? Ich glaube, den schicken wir mal nach Hause hier, ne? Zum Depot. Welcher war das noch? Der wahrscheinlich dann. 2 weniger. Was macht er hier? Nochmal einmal anklicken. Der soll das mal schon wegbringen, was er hat. Fertig. Ja. Ne, das ist woanders, ne? Wo der Stau ist, oder? Ne. Das war auch hier. Naja, okay. Läuft. Oder auch nicht. Gut, hier ist ein veralteter LKW unterwegs. Wo steht der denn? Oh, da ist auch Stau. Also doch irgendwo Stau. Oh Mann. Fahr. Noch da. Ja, das ist nicht toll hier, ne? Irgendwie ist das nix. Da müssen wir mal schauen, wie wir das ändern. Ich glaube, wir brauchen ein Anfahrtsterminal und ein Abfahrtsterminal, ne? Dass die nicht an beiden gleichen Stellen fahren. Anders funktioniert das, glaube ich, nicht richtig. Das werden wir dann in der nächsten Folge, denke ich, mal umbauen. Dass wir das so machen. Und da unten müssen wir das auch, wo der gerade eben waren, bei dem Getreidehof. Da müssen wir das vielleicht auch so machen. Okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.